gut für euch? Hä? Alles gut? Sean, wir sitzen in einer Eishockey-Kabine. Es riecht nach Eishockey. Das ist das, was dir wahrscheinlich am meisten gefällt. Ja, Eishockey ist mein Leben natürlich. Ich habe aufgewachsen in Kanada und alle machen Eishockey. Und, ich habe Glück gehabt in meinem Leben und auch in meiner Karriere, meinen Beruf als Eishockey-Spieler und Trainer zu machen. Das war wirklich eine super Sache. Schweifen wir ein bisschen zurück nach Lies. Warum hat es dort begonnen mit deiner Trainerkarriere? Warum? Ich habe, das ist eine lange Geschichte, aber sie haben einen Nachwuchstrainer gesucht. Ich war gegen Ende meiner Playing-Career und ich habe für eine Saison unterschrieben in Lies. Sie waren damals National League B gewesen und ich war alles. Ich war Chef-Trainer, zusätzlicher Ausländer, Junioren-Coach. Ich war den ganzen Tag auf dem Eis mit der Eishockey-Schule bis zum ersten Mannschaft. Das war eine super Saison für mich, weil ich habe aufgehört zum Spielen und angefangen wieder mit den Kleinen. Nicht einfach eingesprungen in den Nazi B oder Nazi A. Das war wirklich eine super Lernjahr für mich. Es war wirklich ein wichtiges Jahr für mich. Und dann kann ich weiter mit meiner Karriere als Trainer angehen. Machen wir einen ganz großen Sprung zurück zur Gegenwart. Du hast vor 2,5 Monaten in Fribourg die Chance bekommen, wieder einzusteigen ins Business. Wie gut tut dieses Comeback? Ja, du weißt, wie es ist. Ich habe 27 Jahre lang in der Trainer-Beruf gemacht, viel gemacht, Erfolg gehabt, Misserfolg gehabt. Das war eine lange Karriere, Ups und Downs wie jede. Und dann plötzlich war es leer ein bisschen für fast zwei Jahre und habe keine Arbeit mehr gehabt. Das war gut am Anfang, weil ich habe die Pause gebraucht, weil ich habe fast ständig für 27 Jahre gearbeitet. So es war super, dass ich eine kleine Pause gehabt hatte. Aber nachher, man hat immer die Interesse und die Lust, wieder hier einzuspringen, weil ich kenne es nur Eishockey gemacht. So, ich habe gedacht, ganz ehrlich, dass es wahrscheinlich vorbei war, weil wenn es dauert zwei Jahre ohne Arbeit, dann ist es sehr schwierig, wieder einzuspringen. Dann plötzlich aus, von einem Tag zu dem nächsten, kommt ein Anruf aus von Christian Dubé aus Fribourg und wir haben uns getroffen in Bern und er sucht zuerst einen Trainer und dann er und Pavel Rose haben einen super Job gemacht. Sie haben schon 3 aus 4 Spiels gewinnen können als Trainers. So dann sie haben Unterstützung gebraucht, weil sie die Erfahrung war sehr wenig hinter der Trainersbank. So sie haben mir gefragt, ob ich Interesse hatte auf diese Stelle und sicher war ich interessiert. Es ist nicht die gleiche Stelle wie ich gehabt hat. Ich bin nicht der Chefcoach hier. Ich helfe nur, ich unterstütze alles in jedem Bereich und aber es war ein Weg wieder. Etwas in Eishockey zu machen. Es spielt keine Rolle für mich, welche Rolle ich habe. Ich habe schon viel gemacht in meiner Karriere. Das heißt, dabei sein können in einem Team wieder alles zu vorbereiten und helfen und hinter den Banken ein Spiel, das hat mir das freut mich. Und ich habe das wirklich genossen bis jetzt. Du hast gesagt, das Telefon war lange ruhig. Jetzt sitzen wir in einer Eishockey-Kabine, du hörst hier Musik, es wird trainiert außerhalb, du bist wieder mittendrin. Das tut gut, oder? Ich nehme an, es kommen Zweifel auf, wenn man plötzlich 22 Monate nichts mehr hört, plötzlich nichts mehr tun kann. Das war eine schwierige Zeit. Schwierig war das nicht, weil ich war, it owes me nothing. Ich habe 27 Jahre eine super Karriere gehabt, all in Gesamt. Und so, wenn es fertig war, es ist wie es ist. Und, aber es passiert viel im Leben, nicht nur im Sport oder im Eishockey, wenn du zwischen 45 und 60 sind und du den Job verlierst, ist es sehr schwierig hineinzuspringen. Das ist nicht nur im Sport, weil sie gehen auf die mehr jungen Leute, das kostet ein bisschen weniger und hat ein bisschen jünger sind und fresh Einstellung und so weiter. So, ich bin ein Beispiel für Firmen und auch Leute, die über 45 sind, dass es ist nicht vorbei. Vielleicht bekommst du eine Chance, vielleicht in einer verschiedenen Rolle. Mhm. Vielleicht du musst reinvent yourself ein bisschen und kommen zurück in eine verschiedene Rolle. Aber es heißt, dass Erfahrung kann etwas bringen. Und das ist, was ich
hereingebracht hat zu Freiburg. Ich hoffe, dass ich geholfen habe mit meiner Erfahrung, weil ich habe, wie gesagt, Erfahrung, schlechte Erfahrung, gute Erfahrung. Ich kann die Erfahrung weiterbringen an nicht nur die Trainers, aber die Mannschaft. Und ich glaube, es passt zusammen mit Christian Pavel und ich in Freiburg jetzt. Und sehen wir, wie es geht. Reden wir mal ein bisschen über die guten Erfahrungen. Ich habe mich mit Spielern unterhalten, unter anderem mit deinem ehemaligen Captain, mit Matthias Seger. Er hat mir gesagt, Sean ist ein Players Coach. Er kann sehr neu mit den Leuten umgehen, er lässt auf diese Nähe zu, er weiß, wie die Spieler tickt, er ist ein Mann für große Momente. Du hast mit ihm viel erlebt und hast die Champions League gewonnen. Ja. Kannst du etwas erzählen über diese Momente? Over diese Momente, der Erfolg, Segi war dreimal dabei, wenn wir Silbermedaille gewonnen haben in der Champions League und auch Victoria Cup. Er ist sicher ein super, super Leader. Ich muss nicht viel sagen über Segi, das Nick schon gesagt ist in der Schweiz. Er ist ein super Typ und ein super Leader und ein super Spieler. Und es freut mich, dass er das gesagt hat. Und ich werde es auch so sagen, dass ich ein Spielerstrainer bin. Ich komme gut aus mit den Spielern und das freut mich, das zu hören. Man ist nicht perfekt, man hat sicher Sachen, das nicht gefällt nicht alle immer, aber es ist super, das zu hören von so einer Figur wie Matthias Seger. Und kannst du dich erinnern an den Moment, dass du im Hallenstadion Joel Quenneville auf der anderen Seite hattest? Er musste dir gratulieren. Mhm. Du warst der erste Coach in der Schweiz, der gegen eine NHL-Mannschaft gewonnen hat. Ja, Joel Quenneville, ich habe gegen Joel gespielt in Canada in Junioren. Sicher ein großartiger, erfolgreicher, einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten in der NHL mit Chicago und so weiter. Und wir haben einen mutual friend zu Hause in Kanada. So, wenn sie die gleichen Saison haben sie den Stanley Cup gewonnen mit Chicago. Und unser mutual friend hat einen Text an Joel geschickt: Hey, Simmer sagt Congratulation für den Stanley Cup Sieg. Over the Sieg. Und Joel hat zurückgeschrieben: Tell Simmer, sie haben the Stanley Cup Sieger geschlagen. So, das war ein super, super Note. Aber nein, es war ein sensationelles Spiel, wenn du dabei warst im Hallenstadion. Wir haben wirklich Chicago schlagen können. Mm-hmm. Vielleicht spielen wir gegen Chicago 50 Mal hintereinander nachher. Wir verlieren alle 50. Aber diesen Abend haben wir wirklich gewonnen gegen die volle Mannschaft. Ich glaube, Hose hat nicht gespielt, der Rest hat gespielt, Taves, Kane, Keith. Und. So, das war ein super, super Soccer für uns, super Soccer für Schweizer Eishockey und ein super Rennen. Ein anderer Trainer hat sich auch an dich erinnert. Er hat dir eine Message zukommen lassen. Du kannst dir das mal anschauen. Hey Simmer, ich habe gehört, du bist im Studio. Ich stehe hier vor der Wall of Fame. Damals Stockholm Goldmedaille Game, wo wir leider verloren haben miteinander. Aber ein riesen Erfolg war für Schweizer Hockey. Aber wir zwei wissen ja, der grösste Erfolg im Schweizer Hockey war damals im 1994. Marcel Köppel, Marcel Matti, Thomas Seitz, Daniel Giger, Livio Fazio. Mit dir an der Bande und vielen anderen haben wir souverän Fribourg geschlagen. Elite Junioren Schweizer Meister geworden. Mega schöne Zeit gewesen. Wir kennen uns schon lange und ich durfte viel von dir lernen und profitieren als damals als Spieler, nachher auch als Coach. Ich habe dich auch als Mensch sehr geschätzt und freut mich ganz sehr gut. Ich wünsche dir und deinen Ladies wie dir und der Rachel alles, alles Gute und viel Erfolg in Fribourg. J'espère que tu parles déjà un peu du français. Okay? Das ist super, ja. Das ist wunderschön zu hören. Patty Fischer und ich, wir haben eine lange Geschichte zusammen. Das fängt in der Juniorenzeit an und das war 90. Wir waren Elite, wie gesagt hat, Elite Junioren Schweizer Meister in Freiburg. Hier haben wir den Titel gewinnen können. Es war eine super Zeit und wir haben 4-5 Leute, die weitergegangen sind, in der National zu spielen. Wir haben eine super Mannschaft gehabt. Und das war eigentlich der Start von meiner Coaching-Karriere, weil ich war wirklich ein Neuling in Training-Bereich. Und das war der Start. Und das war 4 Jahre später, waren wir Meister mit Zug, erste Mannschaft. Und der Rest hat super gelaufen. Und
Paddy und ich wir kennen einander seit dieser Zeit. Und er war auch dabei, wie er gesagt hat, in Schweden, in Stockholm, in den 13 und super Rolle gespielt mit uns. Und was er macht jetzt mit der Nationalmannschaft ist sensationell natürlich. Nicht nur wie er trainiert die Mannschaft oder coacht die Mannschaft, wie er ist, seine Persönlichkeiten in der Schweiz und was er bringt, nicht nur für die Mannschaft selber, aber für Eishockey, für die Nationalmannschaft selber, aber für Eishockey. Er ist wirklich eine Top-Persönlichkeiten, was man braucht in diesem Job. Well, ich kenne diesen Job und ich bin ein bisschen emotional, das zu hören von Paddy, weil ich schätze ihn sehr und das ist super. Super, das. Vielen Dank für das. Es ist überhaupt, Zug spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben. Wenn du von Emotionen sprichst, es gab auch eine andere Zeit, die war nicht ganz so einfach. Und zwar wurdest du über Nacht zum ersten Mal Coach, weil Jim, der damals den EVZ trainiert hatte, musste sich behandeln lassen in New York. Du musst über Nacht quasi zusagen, ja, ich übernehme als Chef. Wie war diese Zeit? Was ist dir da durch den Kopf? Du warst 34 Jahre alt. Ja, das war sicher eine schwierige Zeit. Jimmy war nicht nur ein Coaching-Kollege von mir, aber er war schon ein großer, big friend von Kanada. Wir haben ein Sommerhaus gehabt in der gleichen Quartier, kann man sagen, in Kanada. So wir waren nicht nur eng von Coaching, wir waren wirklich befreundet. Und, die erste Sache mit Krebs gehabt, die Jahr vor in Bern gehabt. Und er war erfolgreich, mit das wegzubringen. Und dann er war bei uns in Zug. Und dann plötzlich in der Novemberpause, wir haben ein paar Tage frei gehabt. Und dann wir haben wieder angefangen zu trainieren. Und Jimmy war nicht dabei, hat mir angerufen. Er musste Training übernehmen als Assistent, weil ich bin fühle mich nicht so gut. Und dann es war der zweite Tag und der dritte Tag. Und endlich habe ich, hey, was ist los hier? So, ich habe zu ihm gegangen in seine Haus und er hat wirklich nicht gut ausgesehen. Und das war der Start von der ganzen Sache. Und dann wir waren zusammen mit Freddy Egli und ich glaube, Willi Koppel damals war TK-Chef. Und die Entscheidung war schnell getroffen bei dem Haus von Jimmy. Jimmy geht muss unbedingt so schnell wie möglich in New York gehen zur Chemotherapie. Weil an diesen wenigen Tagen er viel Kilo verloren und so. Es war wirklich eine schlimme Geschichte und in einem Moment, weil Jimmy war der Wichtigste, in einem Moment hat Freddy Egli gesagt, und by the way, du bist der Coach jetzt, so, nur dass du Bescheid weißt. Und so alles, ich erinnere mich, weil meine Doktor Rachel war vor einer Woche geboren. So, ich habe ein neue Baby zu Hause für das erste Mal. Mein Freund Jimmy muss nach New York gehen für Chemotherapie. Ich weiß nicht, was passieren werden mit ihm. Und ich war jetzt plötzlich Chefcoach Evo Zug. So, das war viel. Ich erinnere mich nach Hause zu fahren und sagen, hey, wow, was hat passiert hier? Aber irgendwie mit der Unterstützung von Bob Leslie et Co. Uns unterstützen, die Spieler waren super. Die Auslanders, all die Spieler, all die Fans und all the Vorstand auch in Zug. Wir haben wirklich zusammen gekommen in dieser Zeit. Jimmy hat immer vor dem Spiel Fax gefaxt damals in dieser Zeit, nicht E-Mail oder so, aber Fax geschickt. Ein paar Sachen über das Spiel, über den Gegner, ein paar Motivationen und Sachen. Wir haben immer das gelesen zu der Mannschaft auf der Mauer gebracht. Es war wirklich eine emotionale Zeit. Und ich habe nachher gelernt von Reggie, Jimmys Frau, dass ab und zu sie muss das schreiben, weil Jimmy war nicht. War nicht stark genug, das selber zu machen. So, ich habe das nur später kennengelernt. Und es war wirklich eine wunderschöne Zeit, wenn Jimmy nach der ersten Round Playoffs zurückgekommen sind. Und wir haben hier in Freiburg das Bikov-Komatov-Ära. Wir können sie schlagen im Finale gegen Kloten. Leider haben wir verloren, aber der beste Soccer von dieser Saison war Jimmy. Jimmy war zurück. Und wir haben zusammen geblieben für 3 Jahre in Zug nachher. Es war wirklich eine ganz interessante, emotionale paar Monate. Wirklich. Wann hast du dann selber übernommen? 1997, 1998 warst du auch in einem emotionalen Hoch.
Titelgewinn mit Zug? Ja, weiter mit der Geschichte, weil, wie gesagt, wir haben drei Jahre weiter gemacht und dann Jimmy hat ein interessantes Angebot aus Lugano. Und Lugano war seine erste Station in der Schweiz. Er hat wirklich einen super Kontakt immer noch gehabt mit Lugano. Und so hat er die Entscheidung getroffen, Zug zu verlassen und nach Lugano. Und wahrscheinlich wegen dieser Zeit, dass ich Chefcoach war, in drei Jahren vorher, der Vorstand und die Leute in Zug haben entschieden, mir die Chance zu geben als Headcoach. Und es war Rookie-Headcoach. Und wir haben nicht vergessen, mit Jimmy waren wir zweimal im Finale, nicht nur die ein Jahr, was sie gesagt haben. Wir waren zweimal im Finale und super Mannschaft gehabt haben. So es war ein bisschen ein Risiko, einen Rookie-Coach hier reinzubringen mit so einer Top-Mannschaft. Aber nach 20 Playoff-Spielen in 44 Tagen, sechs Spiele waren wir Schweizer Meister. Und es war sicher eine wunderschöne Sache für alle in Zug, für die Mannschaft, für den Vorstand. Wie gesagt, es war wirklich eine tolle Zeit. Und nur die Story wirklich fertig zu machen, Jimmy nächstes Jahr mit Lugano war auch Meister. So er hat die Zeit auch gehabt, das ist sehr schön war. Auf der anderen Seite, im 1998 war auch ein Verlierer. Der hat dir auch noch eine Message hinterlassen. Ciao, Jean. Kennst du mich? Wie geht's? Weißt du noch, 1998, das Finale. Obwohl wir verloren haben, ist auch für uns geil gewesen. Ist geil in der Reihe gewesen. Tschüss, macht's gut. Das ist super, ja. Aber das war nur der Start von Arno. Wie viele Mal hat er nachher gewonnen? Der Spengler Cup und Meistertitel in der Schweiz. Und ich habe großen Respekt für Arno. Wir haben ungefähr die gleiche Zeit in der Liga gekommen sind. Er war ein bisschen vor mich, aber wir waren ungefähr die gleiche Zeit. Und wir haben viel gegeneinander gecoacht. Wir kommen gut aus zusammen, wir reden. Vor allem, wenn ich Nationalcoach war, wir haben wirklich Zeit gehabt haben, für das erste Mal wirklich zusammen zu sitzen und unterhalten. Und wir haben wirklich einen super Kontakt gehabt. Und was für eine Karriere, kann man nicht viel sagen. Es ist eine Legende hier in der Schweiz und eine super Typ. Und es freut mich, dass er etwas zu mir gesagt hat. Bei ihm weiß man nicht so genau, ob er, wann er wieder auftaucht und wo er wieder auftaucht. Du bist wieder aufgetaucht. Ja. Was schreibst du noch für Geschichten im Schweizer Eishockey in den nächsten Jahren? ich mache es in simple, einfach Sachen jetzt. Ich nehme es Tag für Tag. Ich genieße es jetzt nach zwei Jahren weg. Ich bin froh, wie ich gesagt habe, dabei zu sein wieder. So ich nehme es wirklich Schritt für Schritt. Wie gesagt, ich bin nicht total Verhandler hier. Ich unterstütze nur. So ich hoffe, dass wir die Playoffs schaffen können. Es wird eine harte Stück Arbeit. Die Liga ist wie immer sehr ausgeglichen und es wird eng bis zum Schluss. Wir haben ein paar Verletzungen jetzt, wir müssen das durchkämpfen und werden wir sehen. Ich habe gelernt in der Trainers Leben, dass man kann nicht so lange vorher planieren. Man muss wirklich Schritt für Schritt gehen und Woche für Woche, Monat für Monat, Saison für Saison und plötzlich ist es 10 Saison, 15 Saison, 20 Saison. Aber wirklich, wenn du kleine Schritte nimmst, ist sehr schwierig zu sagen, als ein Trainer, ich wollen so und so. In 5 Jahren zu sein, weil die Sicherheit in diesem Job ist nicht die beste natürlich.